Mir gehen langsam die Metallscherben aus, by the way. Lanzenhorn, okay. Das ist, glaube ich, nicht das, was das Spiel unter kleine Maschinen versteht. Nirk. Für einen kurzen Moment hatte ich richtig Schiss vor dem Ding. Das nehme ich mit. Das sah schon richtig böse aus, wie es die Hörner nach vorne geklappt hat, um mich aufzuspießen. Da drüben haben wir offensichtlich einen Sägezahn. Da sind noch kleine Maschinen. Sind das Plünderer? Na scheiße. Oh Lord. Guck ich an, wie viele das sind. Ja, das hat Weber. Friss die Eisbombe! Zwar gegen dich nicht besonders viel, aber wait! Er wird aber den Folgeschaden. Die sind mittlerweile ziemlich sauer. Weil ich sie hier einfach vorführe am laufenden Band auch. Da ist ja noch einer. Okay. Ein paar Metallgefäße noch abgestaubt, die abgefallen sind von denen. Nice. Was haben wir von dem? Ey, was ist da? Was liegt da? Erzähl's mir. Eisschutz. Aber wir brauchen definitiv mehr Metallscherben. 44 habe ich gerade nur. Und die brauchen wir ja für fast alles. Für all unsere Pfeile, die wir in irgendeiner Art und Weise herstellen. Oder fast alle. Dementsprechend sind die so super wichtig. Da muss ich gleich vielleicht mal ein paar Gegenstände nochmal verkaufen. Sonst kommen wir nicht mehr besonders weit mit unseren paar Metallscherben, die wir da haben. Könnte
die Metallblume sein. Hier weiter oben glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja, warum ich den jetzt unbedingt mit einem Pfeil töten musste, weiß ich auch nicht, weil den hätte ich auch locker mit dem Speer erledigen können. Oh, das ist wieder irgendwas Seltenes, schön. Waschbär. Da hinten ist noch wieder ein Truthahn, den holen wir uns aber jetzt nicht mehr. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Metallblume hier unten ist. Vorsicht, ey, Leute. Zum Thema Sicherheit. Ja, du trägst nicht mal einen Helm, ey. Was für ein Vorbild willst du sein? Wir haben einen Sägezahn. Seine Schwäche ist Feuer. Der Regen wird meine Spur erstmal verwischen. Ich frage mich, wie viele Pfeile braucht man wohl, um den zu fesseln? Ein Brandkill und eine sehr seltene Modifikation, was auch immer gut ist. So, hier haben wir jede Menge zu sammeln. Danke. Danke. Komischerweise keine Metallblume hier. Sein, aber ganz schön bitter. Hier drüben kann sie nicht mehr sein. Also ist sie vielleicht doch da oben. Sie muss hier oben sein. Nehme ich lieber mit. Oh, wir sind hier gleich in der verdorbenen Zone, sehe ich gerade. Dann hoffe ich nämlich sehr, dass wir in der klarkommen werden. Where is the Metallblume? Da. Haha. Modell IJ. Das Ordnen und Verwirren der Weide liegt im Wind. Ja, das hat mein Opa damals schon immer zu mir gesagt. Es ist offenbar genauso, wie er vorher gesagt hat. Verdorbene Zone Stufe 15. Und ein Banditenlager. Banditenlager sind jetzt, glaube ich, nicht unser Problem. Denn bisher haben menschliche Gegner nicht dadurch überzeugt, dass sie besonders schwierig sind. Das verlorene Dorf, von dem Maria gesprochen hat, das liegt in Trümmern. Natürlich liegt es in Trümmern. Und da vorne haben wir auch schon die Übeltäter. Verdorbene Wächter. Hm.
Wir haben sie. Und hier kann man mal sehen, wir haben das nur so einfach geschafft, weil wir die Schwäche der Plünderer ausgenutzt haben. Das gehört jetzt mir. Um einfach alle Maschinen in einer Elektrosmogwolke verenden zu lassen. Das hat doch mal richtig gut funktioniert. Hier unten haben wir einen Händler, hier haben wir noch ein Panorama und hier oben ist wie gesagt so ein Banditencamp. Und hier ist dieses Karja-Fort. Der Tagturm. Aber hier unten ist auch noch eine weitere verdorbene Zone und um die wollen wir uns natürlich auch kümmern. Denn es kann ja nicht sein, dass wir in der Geschichte voranschreiten und in unserem Rücken einfach irgendwelche Maschinen Unsinn treiben. Von daher kümmern wir uns erstmal darum. So. Ja, wir können hier wie gesagt gar nichts kaufen. Der normale Scharfschussbogen wird vermutlich auch ein Tutorial-Quest haben. Also wir sollten, finde ich, wirklich alle Sachen kaufen. Plündererherz habe ich 4. Ganz ehrlich, ich verkaufe jetzt 3 davon. Wächterherzen haben wir auch 5. Haben wir. Alter, wir haben so viele davon. Ich verkaufe jetzt erstmal die. Wächterlinsen haben wir auch sau viele. Mal ganz im Ernst. Ich weiß nicht, wofür ich sie brauche, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie so selten sind, dass man sie dann nicht mehr findet, wenn man sie braucht. So, jetzt haben wir mal ein bisschen was verkauft, um auch wieder an Geld zu kommen. Und jetzt kann man nämlich nochmal den Scharfschussbogen kaufen. Der wird nämlich einfach auch ein Tutorial haben. 100 Pro. Hoffe ich doch. Naja, dann nicht. Schade. Hätte ich jetzt gedacht. Ich wurde reingelegt. Schnell speichern. Und jetzt kommen wir zur nächsten verdorbenen Zone und das ist die letzte auf dieser Seite. Und die scheint von der schwereren Art zu sein. Da müssen wir mal gucken, wie wir da vorgehen werden. Was haben wir da hinten denn? Och nö. Dieser Supersonic-Angriff. Okay, Planänderung.
Geht doch. Ich habe ihn getroffen. Sind wir immerhin den losgeworden und den. Oh fuck, das Ding lebt noch. Meine Güte. Und das war noch nicht mal alles, denn da hinten ist noch einer von den Viechern, von den langen Beinen. Oh Gott, wir kriegen gerade Verderbnisschaden. 8 Metallscherben immerhin. Gibt es bei denen nicht noch eine bessere Möglichkeit? Wartet mal eben. Erstmal der Rotaugenwächter nutzt Schwarmtaktik, ist in Überzahl, überwältigend und feuert konzentrierte Laserstöße ab. Ja, der ist halt ein bisschen stärker als der andere. Bei den Langbeinen muss es noch eine andere Möglichkeit geben. Wo sind die überhaupt? Da. Genau, die haben auch eine Energiezelle. Und die müssen wir treffen. Keine Pisser, versucht sie aber auch dermaßen zu schützen, ne? Das ist unglaublich. Hab ich sie? Jetzt. Ich hab das Ding schon wieder nicht? Das ist echt ass. Mal, Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt. Ich hab sie. Ich hab sie, glaube ich. Jetzt. Alter. Also bei dem Versuch, die Energiezelle von denen mit einem Schockpfeil zu treffen, ey, da hätte ich das auch anders erledigen können. Echter Glücksfund. Meine Güte. Das war wahrlich eine Herausforderung. Ist hier oben was? Sind auf jeden Fall irgendwelche Trümmer. Altes helles Armband, okay. Oh. Erste Schritte mit Tido. Vielen Dank, dass Sie den Tido Wohnorganisationsassistenten gekauft haben. Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um Ihrem Tido durch das Setup zu führen. Räumen Sie Ihre Wohnung gründlich manuell auf. Okay, da bin ich schon raus. Bevor Sie Ihren Tido aktivieren. Keine Sorge, es wird das allerletzte Mal sein. Laden Sie die Tido-App auf Ihr persönliches Augmentationsgerät herunter. Den Aktivierungscode finden Sie auf der Unterseite Ihres Tidos. Schalten Sie Ihren Tido ein.
Sagen Sie den Tito über die App, für welchen Zimmer er zuständig ist. Nach 3 Minuten hat der Tito den Grundriss Ihrer Wohnung und die Standorte Ihrer persönlichen Gegenstände gespeichert. Entfernen Sie für Testzwecke 5 bis 10 Gegenstände von Ihrem gewohnten Standort. Sagen Sie Ihrem Tito Putzzeit. Wenn Sie die Anweisungen befolgt haben, ist Ihr Tito jetzt in der Lage, Ihre Wohnung sauber und organisiert zu halten. Viel Spaß mit Ihren Tito-Wohnorganisationsassistenten. Ich will auch so ein Ding. Es wird mein Leben einfach enorm bereichern und erleichtern. Und generell. Schnappmaul. Alter. Ein Krokodil, eine Krokodilmaschine. Kann an Land und im Wasser angreifen, schlägt trotz seiner Größe oft mit heftigen Stellenangriffen plötzlich zu. Harte Außenhülle, Schwäche, Feuer. Hat einen Lohebehälter und hat einen Eisbeutel. Ach, das war der Eisfernkampfangriff, den wir gesehen haben. Und einen Lohebehälter. Krass. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Ich muss hier weg, ich habe Angst vor denen. Die sehen auf jeden Fall nicht so aus, als könnte man mit denen brunchen oder so. Verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels. Ja. Munitionsbauer. Stelle mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Das ist auch gut. Fallen- und Stolperdrähte können entschärft und erneut verwendet werden. Okay. Das sind so Sachen, die habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Mich. Whatever. You know it. Grammatikalische Eskalation. Ob man das irgendwann können würde. Und das Spiel hat mich erhört, was soll ich sagen? Was das angeht, hat es mich nicht enttäuscht. So. Hier oben finden wir noch ein Panorama. Und dann, meine Freunde, sind wir beim Kaja vor. Und kommen immer näher in die Nähe von Meridian. Und hier wird, so gehe ich, davon gehe ich zumindest aus, die Geschichte richtig Fahrt aufnehmen. Denn aktuell haben wir ja noch, ja, man muss sagen, wir haben ja bisher noch nichts von der Geschichte wirklich erlebt. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Das Banditenlager ist da ganz oben. Da oben ist der Panoramapunkt. Ein Panorama. Noch eine Nachricht aus der Vergangenheit. Detonierende Sprengfalle. Sehr gut. Bridal Veil Falls. Ach, geil. Tag 8. Verdammte Scheiße. Dieser fickte Heber, der deinen Arm und dein Schlüsselbein zerquetscht hat. Bevor du Wyatt kennengelernt hast, das war in einer Mine hinter diesen Wasserfällen. Ah, und ich war so ein Arschloch. Tag 8. Das ist das letzte Ding hier bei Set 1. Ma, es ist unglaublich, dass ich auf diesen Ort gestoßen bin. Natürlich erinnere ich mich an deinen Unfall. Ich hatte nur vergessen, dass es hier draußen passiert ist. Das war vor Wyatt, natürlich als die Zeiten für uns echt hart waren. Ich war 10 oder 11 und habe schon jeden Tag Duster geraucht. Und du hast immer gearbeitet in dem Job, um den du Metallurgic anbetteln musstest, nachdem sie uns um die Hinterbliebenenrente betrogen hatten. Es muss furchtbar gewesen sein, für das 1,5-fache Grundgehalt Minenroboter in den Schächten zu warten. Aber so hast du uns durchgebracht. Als der Heber dich verletzte, sagte der Vorarbeiter, es sei deine Schuld gewesen. Er sagte, die Telemetrie zeige einen menschlichen Fehler, deinen. Als du mir erzählt hast, dass die Telemetrie gefälscht wurde, habe ich dir nicht geglaubt. Ich habe dir die Schuld an deiner Verletzung gegeben, genau wie die Firma. Ich war wirklich ein toller Sohn. Ich begriff die Situation überhaupt nicht. Die Abweisung einer Schadensersatzzahlung war der finanzielle Todesstoß. Wir wären fast auf der Straße gelandet und deshalb bist du mit deiner Beschwerde durch die Instanzen gegangen, immer höher, bis du schließlich in Wyatts Büro gelandet bist. Er ordnete eine Untersuchung an, was richtig war, obwohl ich mich immer gefragt habe, wie objektiv seine Entscheidung wohl war.
Die Untersuchung bewies, dass die Telemetrie manipuliert worden und dein Anspruch berechtigt war, und mit den Implantaten und der Kybernetik warst du bald so gut wie neu. Es sah so aus, als sei alles wieder heil, was kaputt gegangen war. Verdammt, nur 6 Monate später hat das mit Wyatt angefangen, also wurde sogar noch unsere Armut behoben. Was wir natürlich nicht wussten war, dass du vergiftet worden warst. Du warst Lubor 6 ausgesetzt, es war in den Reinigungsmitteln, die du für die Robotergelenke verwendet hast. Es sollte noch Jahre dauern, bis wir etwas über die Langzeitwirkung erfuhren, aber der Schaden war schon angerichtet. Dieser verdammte Job, mit dem du mich ernährt und gekleidet hast, hat dich umgebracht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch nur einmal Danke gesagt hätte. Dieser Ort soll verdammt sein. Okay, dieser Typ spart auf jeden Fall auch nicht mit Selbstkritik. Aber ich denke mal, so wie das klingt, ist die auch, ja, berechtigt. Von so her. Krass. Und das ist da, wo jetzt das Banditenlager ist. Das finde ich auch lustig. Jetzt ist da, haben sich die Banditen da breit gemacht. Schwupps. Nehme ich für unterwegs mit. Wahnsinn. Hohe Berge, wo man hinsieht. Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Und hier sehen wir die Anfänge des Kaja-Forts. Und wie gesagt, damit hätten wir jetzt den ersten Abschnitt der Welt von Horizon Zero Dawn abgeschlossen, denn wir haben alles in dem alten Abschnitt getan. Jetzt mal abgesehen von dem, Gebiet hier ganz oben, also hier haben wir noch nicht alles gemacht in dem Bereich. Und auch hier nicht, wo man ja offensichtlich auch lang kann, beziehungsweise ich nicht genau weiß, wie weit man da hingehen kann, und auch hier oben kann man noch etwas finden. Aber das können wir, wie gesagt, auch später noch machen. Es muss nicht unbedingt jetzt geschehen. Banditenlager Zweizahn. Stufe 9. Krass, wie overlevelt wir mittlerweile sind. Aber seriously, es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie stundenlang gegrindet. Und gegen Maschinen gekämpft. Ich habe einfach die Nebenquests gemacht, die man da halt hat. Okay, fuck. Oh, die haben... Die wollen frohes neues Jahr wünschen. Die haben so ein Feuerwerksding dabei gehabt. Das muss richtig wehtun. Ich möchte weder Tod noch Teufel. Autsch. Du bist tot. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warum treffe ich nicht? Warum schieße ich gerade so scheiße? Du musst uns wählen, verdammt! Hat er gesagt, du musst uns wählen? Ich glaube nicht. Nicht nach dem, was hier passiert, Leute. Ah!
Hölle? Wo sitzt der denn? Ich sehe den gar nicht. Ist auf jeden Fall ein kleiner Scharfschütze. Ich glaube, wir können die Maschine da, die Waffe da unten nehmen. Ganz danach aus, aber erstmal looten wir hier alles. Krass, wie easy die einfach sind. Der Feuerspucker. Da ist der letzte von ihnen, glaube ich. Dem bereiten wir jetzt eine schöne Überraschung. Guck mal, was ich habe. Hier liegt jemand auf der Lauf. Yep, Banditenlager abgeschlossen. Perfekt. Und auf einmal ist es Tag natürlich. Und es sieht total nett hier aus. Aha.